Hallo liebe Leute und weiter geht's bei Breath of Fire 3. Und wir sind immer noch auf dem Weg zu dem Dorf. Zu dem Dorf McNeil. In der Hoffnung, dass ich hier durch den Wald überhaupt noch durchfinde. Ah, da ist Bunyan. Der hackt immer noch fleißig Holz. Ich glaube, da muss ich da irgendwie oben lang. Und wir haben... Elite-Kobold. Darf ich... Soll man prüfen. Ich glaube, der hatte doch irgendwie diesen Einfluss. Und ich habe da von einem anderen Zuschauer den netten Hinweis bekommen. Einfluss soll ich mit dem Helden lernen. Und zwar habe ich diese nette Info von Raven Knight bekommen. Auch ein guter Let's Player. Ray? Oh, shit. Kacke. Warum? Elite-Kobold, bitte überlebe. Shit. Okay, prüfen. So, jetzt aber. Moment. Abwehr. Abwehr, so, jetzt aber. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Achso, prüfen. So. Jetzt aber. Ja, toll, dass viel flieht. So eine Scheiße. Jetzt hat Ray Einfluss erlernt. Na super. Egal. Ich werde hoffentlich noch so einen Elite-Kobold treffen. Hoffentlich. Na, was haben wir jetzt? Yes, wer sagt's denn? Okay, Ray, du greifst erstmal den an. Tipu! Auch auf den normalen. Und du machst jetzt endlich Prüfen auf den Elite-Kobold. Einfluss! Yes, Sir! Ich finde das irgendwie voll witzig, wenn da Yes, Sir steht. Okay, der Elite-Kobold lebt noch. Okay. Irgendwie... Hä? Warum hat das jetzt nicht... Warum hat das jetzt nicht geklappt? Fähigkeiten. Fähigkeiten? Ja, hat echt nicht geklappt. Was zur Hölle? Warum klappt das nicht? Ich will nochmal zu Bunyan gucken, was hier so bei ihm abgeht. Okay, er hackt nur. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal raus aus dem Wald. Dazu muss ich nur noch nach oben kommen. Und wir kämpfen gegen Magigu und Aigu. Ach komm, ich mache euch fertig. Wobei... Ich wollte Tepo eigentlich noch Brennen beibringen. Na egal. Was soll's. Muss ich halt wieder auf die nächste Gelegenheit warten. Wenn die sich ergibt. Okay. Und wir sind auf der Weltkarte. Wow. Der Baum sieht jetzt auch besser aus hier. Kann man da jetzt irgendwie was ansprechen oder so? Nö. Schade. Aber okay. Gehen wir jetzt mal nach McNeil. So. Mal schauen, wie es hier jetzt aussieht. Okay. Ist ja seltsam. Keiner hier. Dabei habe ich doch gesagt, dass wir heute in die Stadt kommen. Das war wohl keine du gute Idee. Was? Ich wusste, du würdest prahlen. Ich wusste es. Wer kommt da? Oh, der Typ. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, die haben alle Waffen in der Hand. Ach du Scheiße. Okay. Weglaufen. Los. Lauf. Scheiße. Okay. Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Noch mehr. Ach du. Okay, jetzt übertreib das aber. Hilfe? Was geht jetzt ab? Tepo, was geht hier ab? Das frage ich mich auch gerade. Ja, Tepo? Ach. Stimmt das, was man sich erzählt?
Ihr drei habt die Nui getötet. Ja, haben wir. Nun, ja. Was Bunyan gesagt hat, ist also wahr. Das heißt also, ihr habt eure Leben riskiert für uns? So könnte man es ausdrücken. Ich denke, man kann es so ausdrücken. Irgendwie glaube ich, wollte ich keine Gedanken des Spiels lesen. Gut gemacht. Scheint, als hätten wir euch unterschätzt. Tut uns leid. Und wir sind euch dankbar. Kein Ding. Ja, das sind wir. Hätten wir geahnt, wie ihr wirklich seid. Nun, dann... Dann was? Ihr braucht nun nicht mehr zu stehlen. Wir geben euch reichlich zu essen. Ihr braucht uns nur zu fragen. Kriegen wir was zu essen? Die Dorfbewohner werden ja nett. Warum gucken die jetzt so wild durch die Gegend? Okay. Das ist ja mega cool. Wie fühlt ihr euch jetzt als Helden? Wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wie es hier geht. Aber ich fühle mich echt wichtig. Okay. Was bist du für einer? Ihr Jungs habt mir echt imponiert. Und ich meine es ernst. Ich heiße Loki. Ich glaube, ihr seid Helden, ne? Das Dorf gerettet, ja? Ja, ihr drei seid wahre Helden, ja. Wahrhaftig. Okay. Ja, ihr habt einiges geleistet. Ich meine, ihr habt Nui getötet. Was kein anderer je geschafft hätte. Das ist es. Da ihr so stark seid, bitte ich um eure Hilfe. Schieß los. Oh, ihr helft mir? Ich wusste, dass ihr es tun würdet. Woher? Die Straße runter ist eine Farm mit einer kleinen Hütte. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen, oder? Ich treffe euch dort später, okay? Dann also abgemacht. Okay, weiter runter. Gut, werde ich mir merken. Aber erstmal gehe ich hier in den Laden rein. Will mal gucken, ob er was Neues hat oder ob ich Ray noch irgendetwas kaufen kann. Okay, dann gib her. Ja, das Bronzesäbel könnte Ray noch gebrauchen. Und Bandana könnte ich ihm noch geben. Ja, Bandana kaufe ich eins. Ah, Mist, hätte ich gleich ausrüsten können, egal. Und ein Blocksäbel. Ja. So. Okay. Gut, das hätten wir. Ja, genau, jetzt. Ah, du sollst nicht treten. Apropos treten, da fällt mir gerade noch was ein. Jetzt muss ich nur überlegen, wo dieser Fels nochmal war. Bei den kann man, glaube ich, treten. Hat mir irgendwer geschrieben. Das ist also, dass man damit... Ich meine, das hat mir jemand geschrieben. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ausrüsten, genau. Ich wollte Ray... Nein, Bandana. Genau, Bandana geben. So. Talisman. Schutz der Todesattacke. Okay, bisher habe ich noch kein Monster getroffen, was tot kann. Also brauche ich das auch noch nicht. Und dann gehen wir hier auch... Wobei... Ah, da gehe ich... Ja, komm, hier gehen wir auch noch schnell rein. Kaufen hier noch ein paar Sachen. Ich weiß. Weil du uns geholfen hast, mache ich dir einen guten Preis. Echt? Ist jetzt einiges günstiger? Scheint immer noch so teuer zu sein wie vorher. Egal, wir kaufen uns ein paar Heilkräuter. So. Das müsste erstmal reichen. So, dann verschwinde ich mal hier. Und gehe noch hier ins Inn. Lass meine Party eine Runde schlafen. Ich glaube nicht, dass ihr uns was zu Wege bringt. Schätze, ich muss euch nun wie echte Kunden behandeln, hä? Ja, das wäre zumindest nicht verkehrt. Und ich möchte übernachten. Nacht, schlaft gut. Yep, werden wir auch.
Und wir machen dann uns auch so ziemlich bereit, um weiterzugehen. Guten Morgen, speichern! Ja, das wollen wir auch noch. Wenn schon, denn schon. File-Check. Ja, mach hin. Natürlich wollen wir speichern. Und wie lange spielen wir jetzt schon? 3 Stunden 50 Minuten, okay. Doch schon so lang. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Video noch ein bisschen weiter hier um. Auch in der Farm, von der hier geredet wurde. Und ich gucke mal, wo nochmal der Stein war, den man treten konnte. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.